ein Beispiel, was bekannt, relativ bekannt geworden ist, war TSMC in Taiwan. Die hatten ja dann irgendwie eine ungepatchte Maschine im Netz, die sich dann irgendwie in der Ransomware eingefangen hat, ja, und hatten dann irgendwie ein Wochenende Produktionsausfall. Das war dann irgendwie 3% des Jahresumsatzes, glaube ich. Na, das ging dann schon relativ schnell und bei so einem Unternehmen geht es natürlich dann in die Milliarden sehr, sehr schnell. Also man kann grundlegend sagen, dass in IT-Sicherheit nach wie vor signifikant zu wenig Geld fließt. Wenn wir uns überlegen, wie abhängig Unternehmen von einer funktionierenden IT heute sind, und das wird ja über die nächsten Monate und Jahre nicht weniger werden, finde ich persönlich es eigentlich erschreckend, wie wenig Budget, insbesondere auch für Personen, die dezidiert diese Aufgaben wahrnehmen, ausgegeben wird. Wir kennen das von Großkonzernen, wo wir in Incidents unterwegs waren, die haben über 100.000 Mitarbeiter weltweit. Die sind in zig Ländern unterwegs. Die haben einen dreistelligen oder vierstelligen Millionen-Jahresumsatz und investieren eine lächerliche Summe, die gerade mal 0, irgendwas Prozent davon beträgt, überhaupt in die IT und davon nochmal ein Subset in die IT-Sicherheit. Dass das auf lange Zeit nicht gut gehen kann, ist klar. Wie oft seht ihr denn, ist ein Vorfall passiert, ist das irgendwie aufgeräumt, dass danach ein Unternehmen wirklich grundlegend seine IT-Infrastruktur auch anders angeht oder neu sortiert? Oder wird dann irgendwie gesagt, wir haben das jetzt irgendwie weggemacht und jetzt machen wir es so weiter? Die meisten sind tatsächlich so drauf, dass sie sagen, wenn der Incident vorbei ist, und wir haben auch schon Fälle gerade im Enterprise-Umfeld gehabt, wo sozusagen per Politik entschieden wurde, der Incident ist jetzt fertig, wo wir sagten, Moment, der ist noch gar nicht fertig, wir haben noch ganz viele Dinge, die nicht geklärt sind, doch, der ist jetzt fertig. Und dann stellt sich halt raus, das lag halt daran, dass die Urlaubszeit anfing und alle gerne in Urlaub wollten und ein Incident nervt halt, dann wird es halt ein bisschen blöd. Also es ist sehr selten so, dass wirklich komplett das ordentlich gemacht wird danach, sondern sobald der Zustand erreicht ist, wo man sagt, jetzt sind wir wieder so wie vorher, ist das gut.